irgendwie, oder? Ich kann ihn überspringen. Komm, gehen wir weg, gehen wir runter. Ich werde doch eh sonst nur sterben, wenn ich ihn jetzt mache. Oh Gott, da ist wieder dieses komische Bild. Da kommen Fledermäuse in Massen. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Ja, da kommen jetzt massig Fledermäuse und wir sind tot. Ey! Hey, lass mich in Ruhe. Oh, nö! Toll. Spring hier an Stacheln und lass ich mich so töten. Hm. Schöne Auswahl. Schöne Auswahl. Aber gut, hier ist ein Upgrade. Nein, also ich werde das Let's Playen. Vielleicht ist da noch jemand dabei. Also ich meine jetzt entweder vom Kommentar oder auch nur spielerisch. Will da mit mir eine Runde anfangen. Mal schauen. Und jetzt kommt dieser... Ja, und den hauen wir jetzt tot. Ach, der macht mir gar keinen Schaden. Ach so? Sieh mal an, der macht mir gar keinen Schaden. Der macht mir gar keinen Schaden. Und ich darf springen. Dann bin ich blöd. Auf jeden Fall, Runes of Magic wird jetzt auch noch bald kommen. Als Let's Play. Und da muss ich jetzt mal gucken. Wir werden erstmal bis Level 50 erstmal alleine spielen. Und dann schauen wir mal. Oh, natürlich. Jede Menge Ritter. Na klar. Klar, warum auch nicht? Ist ja normal. Du wirst uns wieder festheben. Ich weiß es. Oh, deswegen konnten wir auch nicht fliehen. Dankeschön. Danke, komisch vor allem. Oh, 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 das ist ein Boss. Das ist ein Boss, und wahrscheinlich ein großer Böser. Oh, oh Gott, es ist ein Boss, es ist ein Boss. Oh, und er macht uns einen Schaden, das kann man nicht. Nein, nein. Verzieh dich. Ey, boah. Oh Gott, war das jetzt? Das war das. Oh Gott, das war jetzt Aufregung pur. Das war jetzt sowas von Aufregung pur. Ach du gute Güte. Ja, und das werden wir in Runes of Magic dann machen. Ich würde sagen, ich werde euch jetzt mal ganz kurz erklären. Ein paar. Oh oh, oh oh, oh oh, das war noch nicht alles. Nein, 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 nein. Ach so, wir sind da. Okay. Wir kommen in Stage 8. Und jetzt hört mal hin. Nee? Ah nee, dann war's die dann. Nein! Spinnis, die Spinnis schießen! Nein! Also, in Runes of Magic gebe ich euch nämlich folgende Auswahl. Ihr dürft euch nämlich die... Oh, jetzt hör auf, Handy! Ihr dürft euch die Klasse aussuchen, die ich nämlich spielen werde. Und ich werde euch jetzt mal, für die, die es nicht wissen, werde ich euch jetzt sagen, was es für Klassen gibt und was sie machen. Wir haben zum einen den Krieger. Der Krieger, klar, ist ein Hau drauf, der haut halt drauf und ist halt, ja, so. Der haut halt drauf. Okay, wen haben wir noch? Wir haben den Kundschafter. Der Kundschafter ist eben mit Pfeil und Bogen. Oh ja, und hat auch, also so, jetzt würde ich mal einfach sagen mit Pfeil und Bogen, weil ich kenne mich mit manchen Klassen nicht so hundertprozentig aus. Okay, also auf jeden Fall den Kundschafter haben wir noch. Dann haben wir noch den Schurken. Das ist einer, der tut mehr auf... Das ist eher ein Takt wie der Krieger, bloß halt ist viel taktischer. Und auch mehr Dodge-Schaden, also Damage over Time, sagt man dazu. Schaden über die Zeit. War zumindest früher so. Was haben wir noch? Wir haben einen Magier. Der Magier, ganz klar, der zaubert. Ich habe zwar schon einen Magier auf 72, aber mein Gott, ich hätte doch kein Problem, nochmal mit einem Magier anzufangen. Und, ja, wen hätten wir noch? Dann, also ein Magier, dann hätten wir noch einen Priester. Klar, das ist der Heiler, der aber trotzdem richtig schön draufhauen kann. Also wir könnten uns da auch ein PDD machen, so nennt man das. Einen Power Damage, den Priest Damage Dealer, glaube ich, hieß das. Das ist ein Priester, der einfach nur Schaden macht. So, jetzt haben wir hier ein bisschen, alles tot. Na, weg damit. Dann hätten wir noch den, dann hätten wir noch den Ritter. Das ist ein, der Ritter ist sozusagen der Tank. Also der hält Schaden aus, der tut den eher abfangen, der zieht die Aggro auf sich, dann, dass die Gegner auf ihn draufhauen. Und warum sind da so viele Augis? Das mag ich nicht. Komm her, Augi, komm her. Nein! Habt ihr gesehen, wie viel Damage mir das gemacht hat? Ach, du gute Güte. Nein, du blöde Spinne. Schmeiß doch nicht deine eigenen Kinder auf mich. Mein Gott, wie stehe ich denn jetzt da? Jetzt bin ich ein Kinderspinnenmörder. Bin ich spinophil oder was?
Mein Gott, jetzt habe ich einen Ruf zusammen dank diesen blöden Spinnen. Das ist ja mal wunderbar. Nein! Oh Gott, ich dachte schon, das wäre jetzt tot. Fast wäre es das ja auch gewesen, eigentlich. Wir müssen mal ganz so sehen. Ey! Oh Gott, was ist das für ein Level? Was ist das für ein Level? Naja, dann hätten wir noch den Bewahrer. Bitte tut mir das nicht an. Nein, also der Bewahrer, der tut dann eben seine Viecher steuern und ja, die können für ihn tanken, angreifen, was auch immer. Aber da möchte ich gleich sagen, ich habe den Bewahrer einmal ausprobiert und ich meine, die Klasse ist nicht schlecht. Also ihr dürft das nicht falsch verstehen. Ich finde, die Klasse ist sehr gut, aber es ist nicht meine Klasse, ganz ehrlich. Es ist nicht für mich die Klasse, weil ich finde die... Ich habe da mal einen Bewahrer ausprobiert und ich fand das so langweilig. Mir hat das einfach nicht Spaß gemacht, Bewahrer. Ich weiß nicht warum. Dann hätten wir noch den Druiden. Das ist im Endeffekt der gleiche wie der Priester, bloß mit anderen Skills. Müsst ihr entscheiden, wie gesagt. Ach, die sind Instant Kill. Ach so, na klar, die machen ein bisschen Piekse, und ich bin tot. Toll. Super. Oh. Nun gut, machen wir weiter. Egal, wir sind hier eher am Anfang, das ist eh scheißegal. Also, was haben wir noch? Und dann gibt es noch zwei neue Klassen, die ich noch überhaupt nicht kenne. Das ist einmal der Hexenmeister. Das ist so ein bisschen wie der Magier. Bloß eben halt irgendwie anders halt. Ich kenne diese Klassen nicht. Ich kenne die Klasse absolut nicht. Ich kann euch da gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht frage ich da einfach mal ein bisschen. Oder ich lese was dazu durch. Muss ich mal schauen. Wer es halt sieht. Oh, 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 oh. Wuhuhuhu, ihr blöden Viech, habt mich nicht erwischt. Wow, und ich baue Scheiße bis zum sonst was. Aber die Abreibung habe ich jetzt zurechtbekommen. Also, was haben wir dann noch? Und dann noch den Champion. Das ist so ein bisschen... Ja, was ist das? Das ist eine Klasse, die ich noch nicht kenne. Das ist die andere neue Klasse, die ich noch nicht kenne. Ja, ihr bösen Stachelteil. Ihr seid wahrscheinlich Instant-Kill, deswegen verzieht euch. Also auf jeden Fall, das sind so die Klassen. Ihr dürft es auswählen. Und zwar, weil wir haben drei Klassen zur Auswahl. Wir können drei Klassen wählen. Es ist nur ganz wichtig. Wenn ihr sagt, Hexenmeister, dann kann ich... Nein! Nicht ins tödliche Wasser. Nicht in diese tödliche Brause oder Blubberlutsch oder Robbie Bubble oder was das jetzt ist. Oh, das ist so scheiße. Ich hab ja kaum Auswahl. Entweder treffen lassen oder eben treffen lassen. Super. Na komm. Geh. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist was Gutes. Irgendwie habe ich es im Gefühl. Machen wir das mal hier. Ich hatte sowas von recht. Wichtig ist, und zwar, es gibt auch drei Arten. Es gibt einmal die Menschen. Mensch können nur Ritter und... Also nur Menschen können Priester und Ritter. Nee! Kein Kommentar dazu. Bitte keinen Kommentar dazu. Bitte null Kommentar dazu. Also auf jeden Fall. Das können nur Menschen. Elfen können nur Bewahrer und Druide. Also können nur die Klassen erlernen. Die anderen können diese nicht lernen. Also ich kann kein Mensch mit Bewahrer und Druide oder sowas. Und die Zwergen können nur Champion und Hexenmeister. Und deswegen müsst ihr dann halt auch natürlich bedenken, wenn ihr sagt, du sollst Zwerg nehmen, dass ich dann eben kein Priester, Ritter oder Bewahrer, Druide machen kann. Aber das ist dann in eurer Entscheidung. Ihr dürft euch das aussuchen. Deswegen... Ich werde hier... Boah, dann von Drecksauge! Das gibt's nicht. Mann, ich bin so schlecht geworden in diesem Spiel. Ich bin das doch schon so schön durchgerannt. Und jetzt sterbe ich eine Sekunde nach der anderen. So, okay. Jetzt kommen wir an die Stelle. Komm, geh runter und hier hoch. Und jetzt kommt wieder dieses blöde Auge, das wir jetzt aber gleich fertig machen. Nun, also auf jeden Fall zu dem Thema auf jeden Fall mal. Wenn ich das Let's Play, ihr habt die Wahl. Ihr dürft drunter kommentieren, was ihr wollt. Oder nicht wollt. Was auch immer. Gibt ja auch, dass man so sagt, man nee. Also so, sobald wenn du jetzt, was weiß ich, einen Krieger machst, dann würde ich voll einschlafen oder sonst was. Euch, wie gesagt, eure Entscheidung. Das ist ganz euch überlassen. Ich bestimme da gar nichts jetzt dran. Irgendwas gefällt mir hier nicht.
Okay, wisst ihr was? Genau die Taktik machen wir jetzt hier. Komm, geh runter. Oh, ich hab's nicht erwischt, Mist. Okay. Das hat geklappt. Gut. Und, oh, da ist der Porkchop. Yeah! Jetzt können wir in Ruhe hier ein bisschen. Also auf jeden Fall, ja, und wie wird das sein? Also es gibt, ist es so, es gibt da in Runes of Magic eine Primär- und eine Sekundärklasse übrigens. Das funktioniert so ab, also Primär und Sekundär, ihr könnt jederzeit beide Klassen spielen, wie ihr Lust habt. Wir werden übrigens die, wichtig, die... Wir können die Primär und Sekundär wechseln jederzeit, wir können die leveln, wie wir wollen. Aber... Dazu ein andern Mal jetzt, weil wenn wir jetzt hier gehen, dann ist heute für heute um. Dann habe ich keine Lust mehr. Hä? Wieso lebe ich noch? Was macht das für einen Sinn? Hä, ich habe doch kein Leben. Ach, was weiß ich. Nun, auf jeden Fall, halt. Jetzt warten wir. Auf jeden Fall, das ist jetzt so das Ganze mit Runes of Magic. Wir werden natürlich im alten Gebiet erstmal uns auf Level 50 questen. Dann werden wir uns erstmal hochquesten im Häfnerlager, unsere Sekundärklasse. Ey! Oh, jetzt läuft's gerade wieder nicht. Und dann werden wir halt mal schauen, wie wir weiterkommen. Natürlich! Ach du Drecksviech. Und dann schauen wir halt mal weiter. Also ich werde die Primärklasse, die ihr gewählt habt. Die Primärklasse, wichtig. Die werden wir auf das Maximum... Wohl, was war denn das gerade? Egal. Die werden wir auf Level, aufs Maximum Level, was bis jetzt möglich ist, bringen. Und versuchen uns auch die bestmögliche Rüstung zu holen. Ohne großartiges Goldfarm und so. Das würde ich dann offscreen machen. Ich würde dann auch in meine... ich meine, Gilde, die ich jetzt immer, in der ich mir im Moment bin, dann auch später diesen Charakter nehmen. Nee, du blödes Viech. Das müsste ich aber auch nochmal absprechen natürlich, weil ich kann jetzt natürlich auch nicht hingehen und einfach sagen, ja, kommt mal hier in die Gilde rein, ich nehme mich hier in die Gilde rein und nichts sagen von der Aufnahme und plötzlich seht ihr, da sind da Namen oder was weiß ich. Das will ich nicht, das spreche ich dann mal ab mit unserem Effe-Chefe. Ja, ja, ich sage immer Effe-Chefe. Nein. Also auf jeden Fall. Nein, in Rune sage ich das nicht zu ihm. Nein. Ich meine das immer so, sage ich das manchmal. Okay, hier müssen wir unsere Taktik machen. Game over. Das war's für heute. Und ich gehe auf Continue, drücke Start und würde sagen, das war's für heute mit Let's Die in Castlevania. Wir sind zwar ein bisschen vorwärts gekommen, aber ihr wisst das ja. Dann würde ich sagen, das war's für heute und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Euer Status 33.